Und los geht's. Hi zusammen, ich bin Marco. Das ist Huawei Talk, unser Videomagazin von Huawei Blog. Endlich mal wieder am Start, endlich mal wieder mit ein paar neuen Informationen. Heute zur Huawei Roadmap 2023, insbesondere Hardware natürlich. Infos zu EMUI 13. Infos zu 5G, Infos zu aktuellen Informationen oder Situationen rund um Huawei und auch Infos zu dem, was euch demnächst am Blog an, vor allem Testberichten, Anleitungen erwartet. Es geht direkt los, bleibt dran! Und dann starten wir auch direkt mit der Roadmap. Ich habe schon gesagt, Hardware. Da legen wir jetzt los im März mit der P60-Serie und mit dem Mate X3 und auch schon mit einem möglicherweise angekündigten Wearable. Aber erstmal für China. Ihr habt vielleicht schon bei anderen Medien gesehen, es ist für übernächste Woche, ein Event in China angekündigt, bestätigt mit den Geräten, allerdings wirklich erstmal für China. Kommen wir aufs P60 konkret, da ist es so, das wird jetzt in China vorgestellt und kommt nach unseren aktuellen Informationen im Mai nach Deutschland. Beim Mate X3, dem Nachfolger vom X2, also dem Gerät, was dann das nach innen faltbare Display hatte und ein zweites äußeres Display, ist unsere Information, dass es im März auch schon kommen sollte, möglicherweise in den EU-Bereich. Es soll auf jeden Fall kommen. Leider konnte man uns das bislang nicht bestätigen, aber so unmittelbar vor einem Launch wird es auch immer noch mal schwieriger. Wir hoffen, dass wir da noch Infos bekommen. Was kommt noch dieses Jahr? Wearables. Wir rechnen mit zwei unterschiedlichen Watches, davon ein Premium Flagship Wearable. Es gibt seit Februar in der Huawei Community eine Umfrage, die da lautet, ist es an der Zeit, Ihre Smartwatch leistungsfähiger auszustatten? Untertitel dann Outdoor-Abenteurer oder Kenner von Mode und Luxusdesign. Ich habe die Umfrage auch gemacht. Es geht darum, wie viel ist man bereit zu zahlen, worauf legt man Wert bei einer Uhr allgemein oder bei einer Smartwatch. Sehr zielführend fand ich die Umfrage jetzt ehrlich gesagt nicht und ich habe auch wenig rausgelesen. Was auch immer ein Premium Flagship Wearable sein soll und was die nächste Stufe sein soll, das wird uns Huawei aber ebenfalls zeigen. Ich persönlich hoffe ja, dass nicht nur Leistung drinsteckt, sondern auch Funktionalität drinsteckt. Ich erinnere da an die Watch 3, Watch 3 Pro mit Harmony OS und App-Unterstützung. Aber wirklich viel gehen tut da nicht. Genau das Gleiche gilt für die GT 3 Pro. Fantastisch, mega Akkulaufzeit, viele Funktionen für den Bereich Outdoor, Sport nutze ich sehr, sehr gerne. Hat jetzt auch Harmony OS 3 bekommen, aber die App-Unterstützung ist echt eher kläglich. Und die Argumentation seitens Huawei, dass die nicht leistungsstark genug sei, wenn wir uns da einige Apps anschauen, dann wage ich dieses Argument doch zu bezweifeln. Aber wir waren bei der Roadmap. Machen wir weiter. Matebooks. Matebooks auch immer sehr beliebt, gerade für den Sommerzeitraum. Gerade auch die Modelle wie die 14er, 15er, 16er. Aber nach unseren Informationen wird es dieses Jahr auch nur ein High-End-Modell geben. Das würde für mich dafür sprechen, dass man das MateBook X Pro in einer neuen Auflage bringt. Wir haben vor kurzem da erst den Testbericht zum 2022er Modell auf der IFA zuerst gezeigt. Ich finde es gut, dass Huawei da weiterentwickelt, auch immer wieder neu denkt, Kleinigkeiten optimiert. Aber ich hätte mir gewünscht, dass gerade die beliebten Modelle, die nicht mittlerweile bei rund 2000 Euro liegen, auch eine Weiterentwicklung erhalten. Andererseits auch die Fragestellung, brauche ich jedes Jahr einen Nachfolger oder reicht nicht auch ein Zyklus von 2 Jahren? Übrigens auch eine Frage, die man sehr gut in den Kommentaren einfach mal mit eigener Meinung beantworten kann.
Was haben wir noch für Bereiche? Audio. Auch da erwarten wir was Neues, nämlich In-Ears. Nähere Informationen sollten da auch in absehbarer Zeit folgen. Wo es leider wenig gibt, nämlich nach unseren Informationen gar nichts, ist der Bereich Monitore. Da hatte Huawei ja durchaus auch gut was gezeigt mit den MateView GTs oder auch dem MateView 4K. Nach unseren Informationen gibt es da leider in 2023 nichts Neues. Jetzt fragt ihr euch natürlich alle, ja und was ist Ende des Jahres? Mate Series, Mate 60? Gute Frage. Stand Februar war es so, dass man eher bei der Mate-Serie wohl Richtung 2024 schaut. Allerdings ist es ja auch bis Ende des Jahres noch eine Weile. Aber ob man hier den altgewohnten Zyklus aus vor Sanktionszeiten, vor Corona-Zeiten mit P-Serie im Frühjahr-Sommer und Mate-Serie im Herbst bzw. Anfang Winter halten kann, das ist noch offen. Ich persönlich rechne mit einer Mate-Serie erst 2024, vor allem für uns, also hier in Deutschland und Europa. Apropos kleiner Ausblick 2024, nicht nur die Google-Problematik ist ja, also Google Mobile Service, das, was Huawei einschränkt, sondern mittlerweile auch das Thema 5G. Wahrscheinlich fast noch mehr als Google bei einigen. Da ist Huawei in der Entwicklung. Allerdings jetzt nicht so, dass man im nächsten Jahr schon ein Top-SOC bringen kann. Allerdings nach unseren Informationen, ersten Informationen, wird man voraussichtlich 2024 einen Mittelklasse-SOC, also Prozessor, System on a Chip, bringen, der dann auch eine 5G-Lösung mitbringt. Man entwickelt da definitiv weiter und wir sind gespannt, was dann die nächsten Jahre da noch kommen wird und ob man die Probleme peu à peu aufarbeiten kann. Nach der ganzen Hardware kommen wir zur Software. EMUI 13. Ihr habt es vielleicht schon auf dem Blog gelesen. Es wurde uns bestätigt. Es kommt. Bestätigt für alle Flaggschiff-Geräte ab der P50-Serie und bestätigt auch für ältere Geräte. Was jetzt ältere Geräte genau sind, das konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen. Aber es ist bestätigt, dass es auch für ältere Geräte kommt. Da gab es so ein bisschen Irrungen, Wirrungen nach unserem Artikel. Vielleicht haben wir uns da nicht ganz deutlich genug ausgedrückt. Vielleicht werden Artikel mittlerweile auch nicht mehr ganz so deutlich gelesen. Also nochmal Klartext. Erstens, Bestätigung P50 und neuere Flaggschiffe. Zweitens, Bestätigung auch für ältere Modelle. Welche genau? Keine Bestätigung, aber nach unseren Erfahrungen, mittlerweile machen wir das ja auch über 10 Jahre, geht es so 2 bis 3 Jahre immer zurück, vor allem was die Flaggschiffe betrifft. Allerdings wurden ja beim letzten Mal, EMUI 12, auch wirklich viele, viele, viele weitere Modelle versorgt. Ich denke nur daran, selbst das Mate 10 Pro hat noch EMUI 10 bekommen und vor allem viele beliebte Lite-Modelle. Ich rechne also damit, dass nicht nur die älteren Flaggschiff-Modelle, sondern auch wirklich gut verkaufte, beliebte weitere Modelle noch das Update auf EMUI 13 erhalten. Ja, und dann, weil wir tatsächlich Anfragen bekommen haben zur aktuellen Huawei-Situation, gibt es die noch? Ja, die gibt es noch. Grundsätzlich ist die Situation unverändert. Mittlerweile liest man in vielen Artikeln, auf Beweise werden wir wohl ewig warten müssen, die Huawei vorgeworfen wurden. Trotzdem haben wir eine Verschärfung der Lage. Im Gespräch in den USA ist, dass überhaupt keine Zusammenarbeit mehr erfolgen darf zwischen US-Unternehmen und Huawei. Das würde dann auch Auswirkungen haben auf die Versorgung mit aktuellen Chips von Qualcomm, selbst wenn sie nur 4G sind. Und auch auf die Unterstützung von Microsoft bei den MateBooks. Wie sich das Ganze dann noch entwickelt, inzwischen haben wir auch eine politische Lage, die da vielleicht das Ganze noch verschärft hat. Aber ich habe immer gesagt, wir sind ein Tech-Blog.
Wir sind kein Politik- und kein Wirtschaftsblog. Wir verfolgen das mit. Ich hoffe, denke, viele von euch auch. Aber wir wollen hier bei der Tech bleiben. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn Huawei da weiter den Markt beleben könnte, so wie sie es in den letzten Jahren getan haben. Huawei selber gibt uns momentan ganz klar die Rückmeldung, dass man diese Situation, die 2019 entstanden ist, mittlerweile abhakt. Abhaken klingt für mich danach, wir halten uns jetzt nicht die Hintertür offen, dass es doch nochmal ein Zurück gibt, sondern jetzt ist wirklich Schluss, was war, das war, und wir gehen jetzt neue eigene Wege, ja, so wie wir es vor gut 10 Jahren schon mal versucht haben. Wir schauen mal, wie diese Aufbruchstimmung in konkrete Umsetzungen mündet und was soll ich sagen? Wir bleiben dabei und wir halten euch auf dem Laufenden. Und dann, last but not least, was erwartet euch auf dem Blog? Natürlich weiterhin immer aktuelle Informationen zu Firmware-Updates, damit ihr hier seht, welche Firmware aktuell ist für eure Geräte bzw. was ihr vielleicht demnächst erwarten könnt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig mit den Erwartungen. Wir können nur das über das berichten, was uns selber vorliegt, beziehungsweise wo wir Infos von euch bekommen. Huawei selber ist weiterhin, wie wir es schon seit Jahren können, da nicht sehr informationsfreundlich und das ist schade. Gut, dafür schaut ihr alle bei uns vorbei und nicht bei Huawei direkt. Machen wir natürlich weiter. Was ich in Aussicht stellen kann, ist ein ausführlicher Testbericht über die Watchbuds, die Kombination von Uhr und Kopfhörern. Ich persönlich bin da ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Für mich ist es Kompromiss bei dem einen Gerät, Kompromiss bei dem anderen Gerät. Aber ich bin mal gespannt, was unser Fabian an Eindrücken gewinnt und dann im Testbericht auch zum Besten gibt. Was wir noch geplant haben, ist im Bereich Software einfach mal ein Erfahrungsbericht, vielleicht auch kleine Anleitung zur Software G-Box. G-Box ist jetzt die neueste Form, wie kann ich Google Apps mit Anmeldung auf einem HMS-Gerät, also ohne Google Mobile Services, nutzen. Also das, was wir hatten schon VMOS mit virtuelle Maschine, wir hatten G-Space. Seit einiger Zeit gibt es jetzt G-Box. Ich nutze das übrigens selber auch auf dem guten Mate 40 Pro und ich muss sagen, das funktioniert ganz gut. G-Box is running steht hier und auch Google-Benachrichtigungen werden mir angezeigt. Also das, was ich in meinem Account als Interessen hinterlegt habe oder das, was wirklich direkt von Google kommt, das wird mir hier angezeigt. Und das funktioniert recht gut. Darüber hinaus weiterhin die Lösung mit Push-Notifications. Damit habe ich ein, ich würde mal sagen, zu 95% gut laufendes Gerät. Alle Skeptiker, einmal tief durchatmen vor dem Kommentar. Wenn ihr auf Google Mobildienste angewiesen seid, wegen einzelnen Apps oder so, weil ihr es einfach nicht kompliziert wollt, dann seid ihr mit einem Gerät mit Google Mobile Services selber besser aufgehoben. Das stelle ich gar nicht in Frage. Und ich selber nutze ja auch, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, neben dem Mate 40 Pro auch ein Google Pixel 7 Pro, weil ich auch mittlerweile auf ein, zwei Apps angewiesen bin. Also, für diejenigen ist das nichts, für alle anderen bestimmt eine gute Option. Ja, und ansonsten, gerade nachdem wir länger kein Huawei-Talk mehr gebracht haben, was sind die Themen, die euch interessieren 2023? Wo wollt ihr konkrete Tests? Wo wollt ihr konkrete News? Wo sollen wir bei Huawei nachstochern? Wir intensivieren gerade wieder die Kontakte. Also lasst uns eure Fragen da und wir nehmen die mit zu Huawei und versuchen in der nächsten Folge schon einige davon zu beantworten. Bis dahin sage ich ciao, euer Marco. Thank you.